Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start am Simpsons Sonntag. Heute kann ich euch etwas ganz, 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 ganz Tolles vorstellen. Ich habe es schon in den Kommentaren von der Simpsons Bibel gelesen. Heaven, es gibt so, na, es ist kein kleines Update, so ein neues Feature, so ein neues Gebäude, so eine neue Aufgabe, wie der Goldberg so ähnlich. Und es hat mit zwei Sachen zu tun, die du liebst. Einmal mit Lisa. Und zum Zweiten mit Bäumen. Ihr erinnert euch an meinen Gruselwald. Hashtag Bäume, 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 Bäume. Und ja, es ist einfach mega cool. Wir haben den weltgrößten Mammutbaum. Warte mal kurz, ich muss den Ton leiser stellen. Es ist zu laut in meinen Ohren. So. Ja, es ist. Wow, ich finde es so cool. Also, wir reden natürlich nicht nur über den Mammutbaum. Ihr seht es auch schon im Titel. Wir werden auch gleich etwas umbauen. So, wir haben den weltgrößten Mammutbaum, der steht hier. Ja, ihr habt dann quasi wie beim Goldberg immer so Aufgaben und dann könnt ihr den. Kann man den Goldberg nicht kleiner machen? Okay, interessant. Ich glaube, den Baum kann man nämlich dann am Ende in seiner Form ändern. Also, ob man die kleinste oder die größte sehen will, weiß ich noch nicht. Ja, das sind diese kleinen Aufgaben. Wir lesen uns das einfach mal durch. Weltgrößter Mammutbaum. Beobachte Springfields größten Mammutbaum beim Wachsen mit 11 Upgrade-Stufen, bis er seine maximale Höhe erreicht hat. Schicke Springfielder los, um Erde und Dünger auf den Mammutbaum zu werfen. Schalte ein exklusives Outfit für Lisa frei. Ah, so cute. Und zeige deinen Freunden selbstgefällig, wie groß deine Liebe zur Umwelt ist. Das ist so cool. Ich habe mich so gefreut. Das ist einfach wow. Also ihr habt quasi. Ihr kauft den Baum, setzt den irgendwo hin und dann, naja, haben verschiedene Leute Aufgaben, die dann da Dünger oder Erde drauf werfen. Das Blöde ist nur, es ist nicht wie bei anderen Sachen, dass so drei, vier, fünf Personen zur Verfügung stehen, sondern meistens nur eine oder zwei. Außer ihr kauft dann noch die Premium-Figur, dann gibt es noch einen dritten dazu, aber ganz ehrlich, das finde ich schwachsinnig, dass man, den sieht man ja gar nicht, man kannte diesen Jesse Dingsbums kaufen und dann, naja, muss man nicht unbedingt dafür ausgeben. Aber ich finde es cool. Wir schauen uns mal die Stufen hier an. Der wird immer größer. Daneben sind auch noch so kleinere Bäume. Der wird dann so abgepackt und dann kommen noch so Gitter dazu und am Ende haben wir diesen mega, mega großen Stamm. Ich glaube, die vorletzte Stufe finde ich sogar schicker als die letzte. Ich weiß noch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich hier drauf und ihr seht hier so ein kleines Eichhörnchen, das so am Rand hochläuft und sich dann da oben in den Blättern versteckt und dann, ich glaube, was ist das, eine Haselnuss oder so, knackt oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall mega, mega cool, hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. So, heute geht aber nicht nur darum, es geht ums, oder wir kümmern uns ums Umbauen. Ich weiß, es ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist schon lange vorbei, auch wenn jetzt gerade mal Schnee draußen liegt. Wobei er schmilzt gerade, aber boah, es ist so windig draußen. Draußen ist gerade so ein Megasturm. Die Weihnachtsecke muss ja trotzdem gebaut werden. Und ich habe mir überlegt, wir bauen die einfach mal nach hier, in die Ecke. So viel habe ich mir noch nicht überlegt. Also ich habe von damals, also ich habe mir damals so eine kleine Weihnachtsecke gebaut. Die will ich vielleicht wieder einbauen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Als allererstes werden wir natürlich hier das Land kaufen und die Gebäude, wie zum Teufel habe ich Gebäude ausgesprochen, und die Gebäude hier wegsetzen. Hier unten habe ich extra noch freies Land, beziehungsweise ich habe es mir eben gekauft und der Baum bleibt bitte im Gruselwald drin. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was wir so alles zur Verfügung haben, was wir alles bauen können. Und ich denke, es wird schön werden, ich hoffe es. Ich hoffe, der Platz reicht aus. Also es ist wieder so ein bisschen schmal, also es ist quasi genauso breit wie Krusty Land, wie Camp Krusty, ja. Aber es dürfte ausreichen. Also ich meine, ich sollte ja sowieso ein bisschen kleiner bauen, weil meine Stadt ist sowieso schon viel zu großzügig gebaut, aber ich würde gerne noch viel, viel, viel großzügiger bauen. Ihr kennt mich, aber das geht nicht so ganz, aber. Wir versuchen unser Bestes. Ich bekomme gerade wieder 10 Mails. Danke, Handy, dass du immer vibrierst, wenn ich Simpsons aufnehme. Passt das hier noch hin? Ja, ich habe gerade was Grünes gesehen. Nice. Nice, nice, nice. Und jetzt hier oben noch. Das kann ja ruhig nach hier noch. So, zack. Und das kann ins Lager. Dann haben wir unsere Fläche fertig. Dann müssen wir links noch den Fluss bauen. Und
Ja, dann können wir die ganzen Gebäude schon mal da hinsetzen. Wartet mal kurz, ich muss das hier kleiner machen. So. So, damit ich meine Audio noch sehe. So, zack. Fluss, Fluss. So, das heißt, wir haben auf der rechten Seite Camp Krusty, auf der linken Seite hier dieses, naja, wie soll ich das sagen, Industriegebiet, und das mit dem Müll, das wird noch später umgebaut. Leider können wir hier hinten nicht weiter Land bauen, aber der Vorteil ist ja, dass hier irgendwann wahrscheinlich Land hinzugefügt wird und dann können wir das da schön weiterbauen. Das heißt, das ist, wie soll ich das sagen, der Anfang von einer kleinen Weihnachtsecke. Ich glaube, das trifft es. So, wir setzen als allererstes, ich glaube, ich setze hier hinter eine Straße, weil wir ein Gebäude an die Straße anbauen werden. Nein. Oder brauchen wir da so eine Brücke? Brauchen wir da eine Brücke? Nee. Einfach nur Fluss. Ich will diese Straße da entfernen. Straße, geh weg. Straße, geh weg. Straße, geh weg. Straße, geh einfach nur weg. So, löschen. Und jetzt kommt da wieder Fluss hin. So, zack. So. Mit der Brücke, das können wir uns vielleicht noch später überlegen. Erstmal nicht, wir lassen das erstmal so. So, welche Gebäude brauchen wir? Wir brauchen... Oh Gott, es gibt sehr viel Star... Oh, wir können Maggie... Sollen wir Maggie... Mal suchen wir jetzt allererst Maggie. Wir kriegen auch wieder 3 Donuts und von diesen täglichen Donut-Aufgaben habe ich wieder viele dazu bekommen. Also, es wird. Los. Helft mir. Helft mir. Ruhe bewahren. Ganz ruhig. Ich höre sie nicht. Hilfe. Maggie? 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 Ah! Ah! Hilfe. Habt ihr sie gehört? Ich nicht. Ach komm schon. Maggie, das ist nicht lustig. Oh my God, das darf nicht wahr sein. Oh my God, oh fuck. Letzte Sekunde, holy shit, so ruhig war ich noch nie. Wow, wow. Das war scary, holy shit. Ich habe nichts gehört, ich habe okay, Tipp an mich, nicht mehr in Videos mehr gesungen. Ich habe absolut nichts gehört. Nichts gehört und dann, what? What? Egal, dass ich jetzt beim dritten Mal erst die 3 Donuts bekomme, aber wow. Habt ihr sie gesehen? Das ist so shit mit meiner Müllecke, deswegen müssen wir dringend früher oder später alles umbauen, weil, wow, okay. Weiter zur Weihnachtsecke. Wir müssen natürlich einbauen unseren Schneemann. Sollen wir ihn ins Lager packen und dann rausholen? Nee, dann weiß ich nicht, wo der ist. Unser Schneemann muss dahin. Natürlich. Das Schneemann. Das da oben ist auch hässlich. Das müssen wir natürlich wegmachen mit dem Müll, aber ich lasse den da erstmal stehen. Unser Schneemann. Unsere Eishöhle, die wir extra gekauft haben, die muss natürlich auch dahin. Dann kommt da natürlich auch noch das Iglo hin. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau da alles hinstelle. Ich glaube, der Platz ist gar nicht groß genug dafür. Das finde ich schon blöd, weil wir gleich natürlich eine Ecke unbedingt schon vorbauen müssen, die dann da hingehört. Aber das möchte ich auch noch da einbauen. Aber das ist so Weihnachtsecke. Part 1, Part 2 kommt, wenn Land dazu kommt, weil ihr versteht gleich, was ich meine. So, dazu kommt noch, die könnte da auch gut hinpassen, aber der Wald hier passt da auch gut hin. Wir schicken den auch mal nach da. So, wäre cool, wenn man so sagen könnte, Gebäude gehen nach da. Also, das ist nur provisorisch, wir packen das nur dahin, also keine Sorge, so sieht es nicht am Ende aus. Das sähe wirklich merkwürdig aus. So, der Kamin gehört auch noch dahin und ich glaube, dann war es das alles, was hier in der Ecke ist. Das Lebkuchenhaus ist natürlich auch mega schick, aber naja, wir haben leider nicht so viel Platz. Dieser verdammte Platz in diesem Spiel. Ernsthaft. So, das kommt noch dahin und jetzt müssen wir hier unten gucken. Hier habe ich auch noch so Stuff, der dahin gehört. Hier ist zwar ein Weihnachtsbaum, aber den will ich nicht benutzen. Wo ist das eine Gebäude, was ich benutzen will? Ich möchte so... Wie heißt das? Werkstatt vom Weihnachtsmann oder so ähnlich irgendwie. Die habe ich hier irgendwo rumliegen. Fragt sich nur wo in meinem Chaos hier. Sehe ich sie? Ja, hier das. Dieses Gebäude. Schon wieder eine Mail.
Es regt auf. Dieses Gebäude, das bauen wir heute. Also das hier werden wir einbauen. Hier die Ecke werden wir bauen. Und die Gebäude, na, die kommen da, die stellen wir erstmal provisorisch hin, weil wir dafür wahrscheinlich keinen Platz haben. Aber trotzdem werden wir das hier einbauen. Also passt auf. Ich habe da so eine kleine Idee im Kopf. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber das werden wir gleich erfahren. Eigentlich will ich den Weihnachtsbaum da auch noch hinsetzen und... Naja, dieses von den Elfen von vorletztem Jahr sollte da auch eigentlich hin, aber... Naja, ich habe ja noch mehr Weihnachtsbäume, aber der Platz ist knapp, ihr seht's schon. So, wir setzen das jetzt einfach mal... Wartet, wir müssen das einfach mal ganz an den Rand setzen. Das ist nur provisorisch. Keine Sorge, keine Panik bekommen. Nur provisorisch. Ich habe die nur schon mal dahin gesetzt, damit wir die später einbauen können. Wir kümmern uns als allererstes jetzt um das hier vorne. So, wir setzen nämlich hier zwischen noch eine Straße. Das heißt, das wird getrennt. Sehr gut, Heaven, sehr gut gemacht. Einmal nach vorne und dann wieder zurück. Das wird getrennt, also die zwei Sachen sind... Wie soll ich das sagen? Ja, die zwei Sachen sind getrennt voneinander. Hier hinten möchte ich dann eine größere Landschaft mit so Eis und so einem ganzen Kram machen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich denke... Wir setzen hier auch noch eine Straße hin. Weiß nur nicht, ob das dann zu klein ist. So. Das war keine Straße. Entweder so, dass wir es so machen, oder dass es dann zu klein ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das passt. Passt das? Passt das? Ich weiß nicht. Wir bauen als allererstes mal, ja? Also, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte das damals schon in meiner alten Stadt, die ihr gar nicht kennt, meine ganz, 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 ganz alte Stadt. Da hatte ich das eingebaut und fand das eigentlich ziemlich schick und dann habe ich natürlich komplett umgebaut und da war kein Platz mehr dafür. Deswegen werden wir das jetzt wieder umsetzen. So, als allererstes werden wir uns ein Pavillon bauen. Ist nur die Frage, wo der hier ist. Unter was, wozu zählt ein Pavillon? Nicht Gemeinde, Häuser auch nicht, Geschäfte sowieso nicht, oder? Nein, nein. Wie seid... Achso, okay. Okay, das sind Geschäfte, okay. Okay, das ist ein kleiner Stand, aber es zählt zu Geschäften. Hier auch nicht. Okay, ich habe übrigens weiter in Springfield Heights gearbeitet, also meine Dollars springen nach oben. Aber es ist trotzdem noch ein langer Weg. Ah, das ist eine Schienenbahn. Wozu zählt bitte ein Pavillon? Das muss ich noch alles lernen, ich habe keine Ahnung. Hier haben wir noch mehr Weihnachtsbäume, aber... Naja, ihr kennt den Platz, ist noch nicht so schön. Aber es kommt natürlich noch Platz dazu, früher oder später. Und dann können wir hier auch die Eiszäune verwenden. Das ist schon mal alles so, naja, eingeplant für später. Ermordeter Schneemann kommt auch dahin und den ganzen Kram. Ich freue mich drauf. Nur heute fangen wir damit an und dann haben wir diese Ecke da schon mal eingebaut. Wo ist ein Pavillon? Ein verdammter Pavillon. Habe ich überhaupt hier einen? Wisst ihr was, wir kaufen uns ein... Oh, Pavillon! 11 Stück habe ich überhaupt ein. Ja. Ja, definitiv. So, ich setze ein Pavillon nach hier. So, so, ein Pavillon kommt dahin. Und dann werde ich das so umpflanzen. Pflanzen müssen bei Pflanzen sein, oder? Inventar. Hier, ne, das sind nur Bäume. Hier. Dekoration, ne, Bäume, bei Bäumen sind auch Büsche, oder? Wir haben nur eine große Ecke, ernsthaft? Dann hatte ich hier hinter so, wenn ich das richtig erinnere, dann hatte ich hier hinter so ein... jetzt müssen wir uns die neu kaufen. Dann hatte ich hier hinter so einen kleinen Zaun. Und dann war es quasi wie so, also das ist zwar Weihnachtslandschaft, aber trotzdem ist das irgendwie so ein kleiner Park. Hier haben wir direkt die große Ecke. Praktisch. Dann war es so ein, nein, dann war es so ein kleiner Park und... Naja, ich fand die Ecke damals ziemlich schön, wie schon gesagt, und ich fand es die ganze Zeit schade, dass ich den nicht mehr hatte, und naja, wir bauen den heute einfach nochmal neu. So, dann geht's hier auf der linken Seite weiter, und es müsste eigentlich perfekt passen, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Ja, Heaven, das Mathe-Genie. Architect Heaven, nein, nein, nein. Ja, das ist, es geht eigentlich ziemlich schnell, Ich mochte dieses Weihnachtsdorf, das gab es, ich glaube 2013 auf 2013 Weihnachten auf 2014 konnte man das, glaube ich, gewinnen oder so. Sehr, sehr, sehr lange her.
Wenn ihr jetzt euch fragt, wo bekommt man das? Ich weiß gerade gar nicht, ob man das noch kaufen kann. Ich glaube nicht. Wir können gleich übrigens wieder Müll öffnen. Habe ich für euch gespart zum Abschluss. Wir brauchen als nächstes ein bisschen Zaun. Zaun, Zaun, Zaun. Zaun, worunter ist Zaun? Unter Zäunen, nein, unter Mauern. So, Holzzaun, Osterzaun oder die Blumenwand oder Pastella. Aber ich glaube, zum Weihnachtsdorf passt kein Pastelllattenzaun, oder? Nee, eher nicht. Aber den finde ich cool, den müssen wir irgendwann einbauen. Wie sieht's? Der Osterzaun passt da eigentlich gut zu, oder? Oder? Ja, dieses Weiß passt gut zu diesem Schneestyle. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. So, zack, zack, zack. Ich bin ja überrascht, dass kein größeres Update kam in der Zwischenzeit. Also ich finde es gut, dass wir so eine kleine Chill-Phase haben, so eine ruhigere Phase, in der wir auch so ein bisschen umbauen können. Haben wir länger nicht mehr gemacht, also vor Camp Crossy haben wir längere Zeit nicht mehr umgebaut. Das ist aber wichtig, wir müssen umbauen, wir müssen die Stadt schöner machen. So, haben wir das gebaut. Fehlt eigentlich nicht mehr viel, ein paar Bäume, Blumen und eine Bank und dann sind wir schon fertig. Und dann haben wir, dann seht ihr, was ich, oder dann versteht ihr hoffentlich, was ich meine. Das ist zwar Weihnachten, aber eher so ein Mixding-Park-Teil eher. Das hier hinten ist dann eher so Schneelandschaft. So, wo finden wir denn jetzt Bänke? Hier? Freizeit? Ja. Bank. Ich möchte aber so eine Bank mit Metall. Wisst ihr, was ich meine? Eine Metallbank. Eine Metallbank. Und wir haben keine. Wir haben nur diese dummen Holzbänke. Okay, dann kaufen wir uns einfach eine Bank. Wir wissen ja jetzt, wo die Bänke sind. Bänke gibt es hier. Hier gibt es nur noch viel mehr anderen Stuff. Wow, es gibt so viele tolle Sachen, aber ich bin froh, dass sie so viel anbieten. So, wir bauen eine Bank nach hier. Dann fehlen eigentlich nur noch Blumen und Bäume und vielleicht auf der linken Seite noch irgendwas. Guck mal kurz, wo haben wir Natur? Ein Osterhase passt natürlich nicht in eine Schneelandschaft. Nein, 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 nein. Osterbaum auch nicht so. Ich finde es schade, dass es keine so Schneebäume gibt. Das wäre cool. Aber was zum Teufel ist bitte ein Schneebaum? Wir machen eine Zuckerblume nach hier. Ja, wie wäre es mit einer Zuckerblume? Ich finde eine Zuckerblume eigentlich ziemlich schick. Zuckerblume haben wir noch nirgendwo in der ganzen Stadt. Und dann vielleicht noch irgendwie so eine Mini-Pflanze. Eine kleine, so ein kleines Feld. Irgend so, hier die Blume. Die hier. Ja, wie wäre es damit? So. 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 So, ich glaube so und so. Ja. Ist das in Ordnung? Und dann auf der linken Seite noch so eine Tanne. Eine Tanne. Und vielleicht noch. Wir haben so viel. Wir hatten mal so viele Bäume und die haben wir alle ausgegeben. Nice. Nice. Löwenmäulchen gehört natürlich immer dazu. Das muss hier hinten in die Ecke, damit man es so ganz leicht erkennen kann. Heaven-Logik, ja. So, jetzt irgendwas noch auf die linke Seite, dann haben wir es schon fertig gebaut. Was können wir denn da noch hinsetzen? Wir haben so viel Zeug. Was können wir da hinsetzen? Irgendwas mit Dekoration. Das ist Natur, das ist Dekoration. Was haben wir denn? Eine Rutsche? Ja? Meint ihr wirklich eine Rutsche? Nee, oder? Oder doch? Eine Rutsche? Dann können die Kinder da mal spielen und so runterrutschen. Eine Rutsche? Nee, ich weiß nicht. Wir gucken mal weiter. Was haben wir noch? Wippe hatten wir da unten schon. Briefkasten will ich nicht. Wir müssen wieder nach vorne. Auto nicht. Puppe nicht. Wagen nicht. Wir müssen auch... Bald ist Ostern. Ich freue mich so auf das Oster-Update. Dann müssen wir natürlich dann auch wieder umbauen irgendwo. Aber wo? Wo soll ich alles hinbauen? Wo? Aber ich bin ja froh, dass wir langsam so kleine Ecken füllen können. Ich sehe nichts, was wir da hinsetzen können. Vielleicht bleiben wir ja doch bei diesem Dingsbums. Oder sollen wir da einfach Schneemann? Ja. Ja. Wir packen jetzt diese Rutsche da wieder weg. Der Schneemann oder diese Eisfiguren, alle Eisstatuen schmilzen natürlich im Sommer und im Winter sind die dann wieder normal. Falls jetzt einer Angst hatte und sich über eine Schneefigur gefreut hat und die dann wieder so zermatscht wurde, die gehen wieder, die nehmen wieder ihre alte Form an, also keine Sorge. So, jetzt fehlt nur noch, ich
würde sagen, noch eine Tanne, dann haben wir es links, dann haben wir es komplett geschafft. Ja, eine Tanne kaufen. Ja, dann setze ich die da oben nur so ein Stück nach vorne, so. Dann haben wir den nicht so in der gleichen Linie. Und den Tannenbaum hier auch noch ein Stück nach vorne. So, zack. Dann haben wir hier unsere kleine Weihnachtsecke mit Parkstil. Ich möchte links noch eine Blume hinsetzen, ja. Es muss einfach sein, wir brauchen noch eine Blume. Wir brauchen noch eine Blume. Eine Blume bitte. Oder Löwenmolch. Ich glaube Blume. Blume, Blume, Blume. Noch eine kleine Blume nach hier, weil da sieht es so nackt aus. Und jetzt haben wir so ein bisschen, naja, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Farbe noch eingebaut. So, das sieht man zwar kaum, aber so ganz kleine Farbelemente hat man dann doch noch da und es sieht nicht so komplett grün aus. So, das ist unsere kleine Weihnachtsecke, so der Anfang, Teil 1, Teil 2 mit den Sachen hier hinten. Ich setz die nochmal so ein bisschen auseinander, ja, damit das nicht so aufeinander geklatscht ist. Mit den Sachen hier, nein, das kommt später. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen Platz und dann können wir hier das auch bauen. Also die Sachen, die hier stehen, kommen dann in die nächste Weihnachtsecke. Das wird dann hier hinter so weiter fortgesetzt mit Eismauern und so. Aber heute haben wir mal hier das fertig gebaut. Ich finde es schick. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir können hier leider kein Land kaufen. Du dummes Spiel. Schalte da endlich Land frei. Ja, also ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Und ich bin gespannt. So. Zum Abschluss wird natürlich der Müll aufgeräumt. Ich hoffe, Homer ist hier. Das mit Maggie war wirklich knapp, hä? Wow. Wow, wow, wow. So. Müll. Müll mit... Nein, kein... Ich bekomme immer diese dummen Schilder. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Müll, Müll. Und Geröll. Und noch mehr Geröll. Und das war's. Wir haben die Chance auf einen Donut. Wir lassen Lisa Springfield reinigen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo Homer ist. Die anderen schicken wir wieder hier zu den Yogamatten und zu Cappuccinos und zu Medikamenten. Boah, das verbraucht so viele Ressourcen. Das kostet echt viel Zeit, Springfield Heights. Sehr, 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 sehr viel Heights. Zeit. Oh, wir haben wieder Trümmer bekommen. Perfekt. Meine Rakete ist gerade gelandet. So, noch mehr. Noch mehr, noch mehr und noch mehr. Vielleicht haben wir irgendwann die Chance und sehen im Video, wie wir einen Donut bekommen. Rakete hebt nicht ab. Verdammt. Egal. Die stürzt bei mir sehr oft ab, aber ich glaube, das ist normal. So, Donut. Ah, kein Donut. Aber wir sind jetzt wieder bei, 1791. Ich meine, vorgestern hatte ich noch 1775 oder so, also es sind wieder wahnsinnig viele dazugekommen, immer diese ganzen Level-Ups, bin kurz vom Level-Up, dann habe ich hier diesen Bonuspreis da oben bekommen, waren 10 Donuts für 15 erledigte Herausforderungen, dann wieder Herausforderung, ein Donut, ein Donut, ein Donut und dann mal 3 Donuts, richtig nice, ich finde das neue Feature mega toll, also ich freue mich darüber, so hat man wirklich Chance, tolle Gegenstände sich zu kaufen, die einem gefallen. Also ich meine jetzt, ich hab viele Donuts, ich weiß, aber ich spiele auch schon lange. Ich meine das jetzt eher so für Leute, die jetzt neu mit dem Spiel anfangen und das Spiel gern haben, aber trotzdem kein Geld ausgeben möchten. Die haben Chance, durch die Updates und durch die Tagesherausforderungen und den ganzen Kram, na, vernünftig Donuts zu sammeln, dass sie so ab und zu mal ein schönes Gebäude oder eine Figur kaufen können. Und wir haben kein Glück. Komm schon, letzter Trümmer bitte. Donut, 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 Donut. Und irgendwann muss auch Stufe 60 Update kommen. Ich freue mich drauf. Kein Donut heute. Schade, Lisa. Hast dein Bestes gegeben. Ich mag dich trotzdem. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Weihnachtsecke findet. Ich weiß nicht, ist das Weihnachts... Sollen wir... Das ist keine Weihnachtsecke, das ist Weihnachtspark, oder? Weihnachtspark? Ja, es ist für mich ein Weihnachtspark. Das ist Weihnachtsdorf. Weihnachtsdorf? Park? Ich habe keine Ahnung, ihr seht es im Titel. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten, meine Güte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nächste Woche Freitag mit der Simpsons-Bibel oder Sonntag dann hier wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.